Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Jakob, ich bin 17 Jahre alt und bin zurzeit in Kanada. Und das Thema dieses heutigen Videos ist es, die verschiedenen Schulsysteme von Kanada und von Deutschland zu vergleichen. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Und dann fange ich auch gleich mal mit dem Vergleich der Stundenpläne an. Und zwar ist der Stundenplan hier auf jeden Fall anders, weil ich habe jeden Tag die gleichen Stunden. Und die Schule fängt auch ein bisschen später an, es fängt um 9 Uhr an und es hört um 15.30 Uhr jeden Tag auf. Also ich habe jeden Tag den gleichen Stundenplan. Ich kann euch den auch mal hier schnell zeigen. Fächer sind auf jeden Fall anders. Es gibt auf jeden Fall auch Sachen, die gleich sind, wie Naturwissenschaften, Chemie, Mathe ist gleich, Biologie sind alles gleich natürlich. Aber es gibt hier auch Fächer wie Fotografie oder es gibt sowas wie Yoga hatte ich letztes Semester. Also auf jeden Fall ganz abstrakte Fächer, die man so in Deutschland auf jeden Fall nicht erwarten würde. Aber das ist auch das, was ich eigentlich sehr cool finde hier. Man kann einfach neue Dinge ausprobieren und das finde ich sehr schön. Die Lehrer hier, finde ich, verhalten sich ziemlich ähnlich wie die aus Deutschland. Es gibt jetzt nicht wirklich Unterschiede, nicht große. Außer vielleicht, dass der Unterricht ein bisschen interessanter gestaltet ist. Aber ansonsten keine großen Unterschiede. Was noch ein großer Unterschied zu Deutschland ist, dass es hier so einen sogenannten Schulspirit gibt. Weil hier in Kanada wird eben Sport an der Schule gemacht und nicht in einem Verein. Das heißt, du unterstützt deinen Verein sozusagen hier an der Schule. Und hier gibt es auch Wettkämpfe an der Schule. Und dann gehen halt eben die ganzen Schüler hin und feiern die Sportler von der Schule an. Wie und wann sind mir diese Dinge aufgefallen? Das war sehr schnell, eigentlich am ersten Tag. Weil ich bin in die Schule gekommen und haben die da mir meinen Stundenplan in die Hand gedrückt und habe ich direkt gemerkt, das sieht aber komisch aus, weil da waren nur zwei Spalten und das war fürs erste Semester und fürs zweite Semester und dann habe ich gefragt, wie läuft denn das? Und dann haben die mir erklärt, ja, die Stunden hast du jeden Tag immer zur gleichen Zeit und dann habe ich mir gedacht, interessant, ja, ist auf jeden Fall neu und dann habe ich das eben ausprobiert und ja, hat auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile. Ich finde es in Deutschland eigentlich besser. Aber, naja, jedem das seine, ne? Merkt man einen großen Unterschied zu deutschen Schulen? Ich würde schon sagen, dass es so ist, weil auch die ganze Schule immer wieder mal Events hat, die den Schulalltag einfach wirklich schöner machen, wie zum Beispiel heute hatten wir ein Volleyballspiel, bei dem wir alle zugucken können. Und das war auf jeden Fall gute Abwechslung im Alltag, hat mir sehr gefallen. Und auch allgemein, wie die Leute hier drauf sind, die ganzen Schüler, ist auf jeden Fall anders. Die nehmen hier das alles ein bisschen gelassener. Die Schule allgemein ist leichter, ist auf jeden Fall nicht so schwer wie in Deutschland. Ist auf jeden Fall ein großer Unterschied und den merkt man auch ziemlich schnell. Jetzt noch, ob sich das Schulsystem hier in Kanada von dem in Deutschland stark unterscheidet. Und ich würde sagen, dass es sich auf jeden Fall stark unterscheidet, weil hier ist es so, dass eben alle auf die Grundschule gehen. 4 Jahre gleich wie in Deutschland und dann geht's auf die Middle School, wo auch alle hingehen müssen. Und das geht bis zur 8. Klasse, glaube ich. Und dann gehen aber wiederum auch alle auf die High School und das geht bis zur 12. Klasse. Und da gibt es keine Ausnahmen, da müssen alle hin, damit sie ihr Zeugnis bekommen. Man kann, wenn man will, muss man nicht hingehen. Aber dann bekommt man eben sein Zeugnis nicht. Ist auf jeden Fall anders, weil in Deutschland muss man eben nicht bis zur 12. Klasse gehen. Manchmal sogar bis zur 13. Klasse. Ja, das ist so das Schulsystem so ein bisschen anders hier. Finde ich eigentlich, hat auch seine Vor- und Nachteile. Ich finde das Schulsystem in Deutschland besser, aber die Fächer auf jeden Fall sind hier in Kanada besser. Keine Frage. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt auch gerne das Video liken und abonnieren und schaut auch gerne auf anderen Social-Media-Seiten vorbei wie Instagram. Und damit verabschiede ich mich jetzt. Ciao.